die drei wichtigsten Radeinheiten für Coach Görkeman vor 5 Wochen vor dem 70.3 St. George, oder generell haben wir gesagt 5 Wochen vor einem 70.3. Was sind da so die drei Einheiten, die man noch unbedingt machen muss? Ganz wichtig ist ja, sie sind nicht für den Görkeman, weil ich trainiere nicht mehr, sondern das ist für die Athleten. Ach so. Genau, wir sind 5 Wochen vor der 70.3 WM in St. George. Wie immer in Hamburg strahlender Sonnenschein, 365 Tage im Jahr. Und man sieht jetzt auch, dass es nicht fake ist. Das habe ich in den letzten 2 Tagen 365 Mal gehört. Genau. Aber das ist auch, das betonst du so oft, weil das waren die einzigen 3 Sonnentage. Heute ist ja schon der 4. Ach so. Wenn du mal hochrechnest. Okay. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ist selten hier, ne? Kommen wir zum Punkt. ihr solltet unbedingt das Wetter ausnutzen, um einfach nochmal einen Long Ride im aeroben Bereich zu machen. Also wirklich einfach nur auf dem Rad sitzen, optimalerweise auf dem Zeitfahrrad, dass ihr euch an die Position gewöhnt und Stunden sammeln. Weil die 70.3 WM ist für die meisten von euch vermutlich irgendwas zwischen 4,5-6, St. George ist eine anspruchsvolle Strecke, 7 Stunden. Das heißt, ihr habt einen hohen aeroben Reiz und das trainiert ihr einfach am besten, indem ihr Stunden auf dem Rad sammelt, weil da einfach orthopädisch nichts kaputt geht. Und ich würde wirklich, wenn das Wetter so ist, aufs Rad gehen, optimalerweise am Sonntag. Da habt ihr einfach die Zeit. Da passt es auch von der Belastung innerhalb der Woche sehr, sehr gut, weil am Montag ist Entlastungstag. 4 bis 5 Stunden auf dem Rad, einfach nur stumpf Kilometer sammeln im ruhigen aeroben Bereich. Ja, also Session 1 abgehakt. Was ist Session 2? Session 2 ist eine Einheit im Bereich der Schwelle, Schwellenintervalle. Und da ist es wichtig, dass ihr die Schwelle reell ansetzt. Gerade jetzt zum Ende der Saison. Viele von euch haben vielleicht im Frühjahr, März, April eine Leistungsdiagnostik gemacht, um dann halt einfach die Schwelle so ein bisschen zu validieren, oder sind in den letzten Wochen und Monaten mal so einen FTP-Test gefahren. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Ende des Jahres die Schwelle schon so ein klein bisschen gelitten habt. Und wenn ihr euch jetzt oberschwellig orientiert, sagen wir jetzt einfach mal, ihr habt eine Schwelle von 300 Watt und sagt jetzt, ich fahre diese Intervalle mit 100%, oder viele Trainer schreiben sogar 105% auf, dann fahrt ihr die Schwelle mit 300 bis 315 Watt. Die ist reell, aber vielleicht jetzt nur noch bei 280 bis 290. Dann würdet ihr halt in Bereiche reingehen, die meiner Meinung nach so kurz vor der 70.3 WM kontraproduktiv wären. Und vor allem ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr groß, dass ihr die Einheit nicht so durchfahren könnt. Und das ist von der Birne her immer sehr, sehr schlecht. Ja. Ich würde anfangen, vermutlich so mit 5x6 Minuten, nächste Woche dann 5x8 Minuten und dann vielleicht 4x10. Irgendwie, das ist dann ein bisschen individuell abhängig, aber so würde ich es jetzt in so einen Masterplan reinschreiben. Und wenn ihr dann halt 5x8 Minuten fahren sollt und ihr merkt nach 3x8 Minuten, ich kriege die Werte einfach nicht mehr realisiert, das ist nicht gut, sowohl physiologisch gesehen als auch ganz wichtig psychologisch gesehen. Deswegen setzt die Schwelle reell an, fahrt lieber mit 90, vielleicht 95%, dann könnt ihr die Einheit sauber durchfahren. 5x6 Minuten mit 3 Minuten Pause dazwischen, die fahrt ihr dann auch wirklich locker. Nicht jetzt dann irgendwie mit 250 Watt weiterfahren, sondern habt da wirklich den Mut und geht runter auf 50% der Schwelle, ganz locker rollen, vielleicht auch die Aero-Position verlassen, gut verpflegen und dann konzentriert ins nächste Intervall gehen, das ist ganz, ganz wichtig. Kurzes Einfahren, kurzes Ausfahren ist eine Einheit von 2, maximal 2,5 Stunden Dauer, die extrem wirkungsvoll ist. Also ich höre schon raus, am Ende der Saison ist es noch wichtiger, ehrlich zu sich zu sein, dass man A, sich nicht so kurz vorm Rennen doch nochmal so einen Tacken drüber geht und irgendwie zu sehr in die Ermüdung geht und vor allen Dingen auch nicht in die Situation kommt, eine Session 5 Wochen vor einem wichtigen Rennen abzubrechen, nicht mehr durchzubekommen, weil das macht ja auch einem was mit einem, das habe ich gemerkt, vor Rot. Wo genau in diesem Zeitraum, so 6 Wochen vorher, mal eine Woche war, die wirklich Mist war und auch wirklich nach der dritten Session ich entweder abbrechen musste oder extrem mit den Werten runtergehen musste. Und dann zweifelst du natürlich alles ab, was fürs Rennen auch nicht so geil ist. Absolut. Und klar, eine hohe FTP oder eine hohe Schwelle hört sich immer verdammt gut an. Oh, ja. Ich habe 300er Schwelle. Aber ich habe es durchgezogen. Dann ist es ja eben nicht durchgezogen, sondern du sagst halt eher, oh, ich habe hier einfach eine 3 vorne stehen. Viel wichtiger ist es, wie du gesagt hast, mit einem guten Mindset. Guck mal, das ist das Problem, wenn man in Hamburg am Wasser dreht, dann kann da doch mal so ein cooler Kutter vorbeiballern. Der ist wirklich cool. Und so sollt ihr euch ja nicht, ihr sollt nicht explodieren, ihr sollt nicht wie so ein Kotter hier nachher das 4., 5. Intervall fahren. Nur noch tuckern. Genau, wenn es nur noch tuckert, sondern wie so ein Speedboot hier durchballern. Wenn ihr wie ein Speedboot durch die Alsterkanäle knallt, dann wisst ihr einfach, die Intensität ist richtig gewählt. Seid da reell, es ist egal, was da steht, sondern fahrt einfach einen Wert, der reell durchfahrbar ist. Und dann zieht ihr das Woche für Woche für Woche durch. Ihr habt dann nochmal 3 sehr gute Trainingswochen. 2 Wochen vorher beginnt das Tape Run, weil ihr müsst auch noch über den Atlantik rüberfliegen. Das ist auch viel Stress. Also trainiert halt auch da auf der sicheren Seite sein. Lieber ein bisschen früher mit dem Tapering beginnen.
denn ihr habt einen langen Flug, ihr habt eine Zeitumstellung und ihr habt vor allem auch einen krassen Klimawechsel, denn natürlich machen wir uns nichts vor, der Oktober wird noch ein bisschen kälter werden und dann wird es hart sein, wenn ihr rüber nach Utah kommt und auch diesen Klimawechsel habt. Und für generell 70-3, also ich meine, wenn jetzt noch wer das Video mal später guckt, was nicht vor 70-3 WM ist, trotzdem das zu machen, auch wenn es nicht unbedingt eine lange Reise ansteht oder so, einfach auf die Nummer sicher gehen oder kann man sonst auch mal vielleicht noch ein bisschen mehr riskieren? Wie würdest du das? Also bei Standardplänen würde ich immer auf Nummer sicher gehen. Wenn ich jetzt individuell die Athleten coache, dann habe ich schon auch Athleten, die bis eine Woche vorher ran trainieren können oder 10 Tage vorher, dann machst du so ein 10-Tages-Tapering. Ja. Aber ich würde generell bei Standardplänen immer Nummer sicher 14 Tage vorher das Tapering einleiten. Also so die drittletzte Woche darf gerne die trainingsintensivste Woche sein und dann wird aber das Tapering eingeleitet. Okay, jetzt sogar noch einen Tapering-Tipp bekommen. Einheit 2 haben wir rum. Was ist die letzte und dritte Einheit, die nicht fehlen darf? Genau, die dritte Einheit ist eine Brick-Session. Mhm. Also sprich einfach eine Radeinheit, wo ihr in den Bereich der Ironman 70.3 Intensität geht. Ich bin großer Fan von Ökonomisierung, also sich in den Bereichen im Training bewegen, die ihr auch im Rennen anstrebt, auch da wieder reell sein. Bei der 70.3 Distanz kann man sich so bei 80, maximal 85% der Schwelle orientieren. Das ist so der untere Sweet-Spot-Bereich. Das ist eigentlich das, was man, wenn man fit ist und wenn man die Vorbereitung richtig gemacht hat, über die 90 Kilometer durchfahren kann, ohne dass man danach gnadenlos leergeschossen ist, was die Glykogenvorräte anbelangt und danach dann halt noch einen guten Halbmarathon laufen kann. Und da würde ich am Samstag eine Einheit machen, wo ich so 4 bis 5 mal 15 Minuten im Bereich dieser angestrebten 70.3 Intensität fahre. Natürlich auch wieder Aero-Position, Pause, dann wieder runtergehen auf 50%, sich ein klein bisschen erholen. Die Gesamtbelastung der Intervalle darf dann so schon zwischen 1 und 1,5 Stunden sich bewegen. Mhm. Gesamtdauer 2,5 bis maximal 3 Stunden und dann steige ich vom Rad und mache einen Lauf von 1 Stunde bis 1 Stunde 15. Machst du das oder sagst du deinen Athleten, wenn es möglich ist, auch zu schauen, wie ist das Wettkampfterrain und dann solche Einheiten kurz vorher auch irgendwie versuchen, auf einem ähnlichen Terrain zu fahren? Also ist es flach, ist es ein bisschen bergig oder wellig? Dass, wenn es geht, eben man sich auch eine Strecke sucht, die irgendwie relativ ähnlich ist? Macht das Sinn? Total. Optimalerweise, gerade für St. George, ist es wichtig, dass man auch die Watts realisieren kann, wenn man runterfährt. Also das sind Abfahrten, wo du durchaus noch drücken kannst. Also für die starken Radfahrer macht es mit Sicherheit auch Sinn, da jetzt nochmal zu gucken, ob es Sinn macht oder ob man es hinbekommt, ein großes Kettenblatt zu montieren. Dass man halt einfach in der Geschwindigkeit... Das macht immer Sinn. Für Nicky Boy immer, der hat halt einfach die dicken Oberschenkel. Nee, wenn ihr halt wirklich stark fahrt und bei Tempo 60 noch treten könnt, habt ihr natürlich einen riesen Benefit, weil bergab macht man einfach sehr, sehr viel Zeit gut. Wenn man da mit einer 100er Frequenz fährt, kann man sich relativ schnell müde fahren. Und wenn man diese Abschnitte halt auch zu Hause hat, dass man so leichtes Gefälle hat von 3-4% und da versuchen kann, die Werte zu realisieren, ist es natürlich absolut ein Vorteil. Ich glaube, jeder Triathlon-Fan hat die Bilder vor Augen, wie Sebi Kienle in Las Vegas das erste Mal 70.3 Weltmeister geworden ist und da an allen wirklich wie auf dem Motorrad vorbeigefahren ist. Mittlerweile haben auch die anderen Top-Pros gelernt, dass Aero und eben sowas trainierbar ist und machbar ist. Und das ist natürlich auch im Amateurbereich ein Riesenvorteil. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, unbedingt. Ja, perfekt. Dann sind wir durch. Oh, hier quietscht es im Auto. Ganz kurz zusammengefasst, nochmal die drei Einheiten. Long Ride im aeroben Bereich, Verpflegung testen, lange fahren am Sonntag. Samstag Brick Session, auch hier natürlich Wettkampfverpflegung einbauen, die Produkte, die ihr im Wettkampf benutzen wollt. Und auch Ironman gibt mittlerweile Morten aus. Es kann sein, dass ihr eine Verpflegung verliert. Baut einfach nochmal 1-2 Einheiten rein, wo ihr auch mal ein Morten-Gel reinnimmt. Das ist ein bisschen Creme Brûlée-mäßig, ist schon gewöhnungsbedürftig. Wenn man das noch nie gemacht hat, ist das auch so ein Punkt, wo man denkt, boah, was ist das denn? Darauf könnt ihr euch einstellen. Und die dritte Einheit im Bereich der Schwelle. 5x6 Minuten, 5x8 Minuten, 4x10 Minuten mit kurzer Pause, wo ihr dann aber wirklich auch an der reellen Schwelle arbeitet. Und wenn möglich Race Pace Terrain. Genau, sowohl bei den Schwellenintervallen als auch bei den 70-3-Intervallen. Okay, perfekt. Hammer's, Video zu Ende und das nächste geht's dann weiter mit. Kommst du drauf? Laufen? Richtig. Das machen wir aber morgen, oder? Nee, das war gestern schon. Das war gestern schon? Ja. Ach, da hat die, also, da hat die Kamera wie immer, wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, wenn ihr es cool findet, dass wir so ein bisschen uns einmal hinsetzen, über Trainings reden, sonst was, haut es in die Kommentare, was für Videos ihr noch sehen wollt, welche Infos ihr von Nils haben wollt und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ganz wichtig, bleibt gesund die nächsten Wochen und toi 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 für euer... Das ist der wichtigste Trainingstipp. Absolut, gesund an der Startlinie stehen ist die größte Herausforderung für Trainer und Coach.
In dem Sinne Trainer und Coach, Trainer und Athlet meinst du? Trainer und Coach, bist du weiß, war man sieht, welchen Job ich habe. Sehr aufmerksam für Athlet und Coach natürlich. Das ist das Ziel, dass ihr gesund am Start steht. Wenn das der Fall ist, dann haben Trainer und Coach. Coach und Athlet alles richtig gemacht. Und dann muss der Athlet nämlich nur noch performen. Ja, okay, also dann kann performt werden und zieht euch nochmal die drei wichtigsten Einheiten rein, trainiert sie nach und dann viel Spaß beim Rennen. Viel Spaß und viel Spaß in St. George.